Also wenn ich einfach nur an das Spiel zurückdenke, kriege ich Gänsehaut. Ihr habt es an dem Titel ja schon gelesen. Ich werde jetzt eine neue Serie auch einführen, und zwar die BVB-Geschichtsstunden. Und heute vor 10 Jahren hat der BVB das Spiel spektakulär gegen Malaga noch gedreht, die 2 Tore in der Nachspielzeit erzielt durch Reus und Felipe Santana und konnte sich dann letzten Endes doch gegen Malaga durchsetzen und ist dann verdient eben auch ins Halbfinale eingezogen. Es waren sehr viele spektakuläre Akteure auf beiden Seiten. Spieler, wo man gesagt hat, sie werden eine großartige Karriere haben, und die sind letzten Endes doch abgestürzt. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, gerade der April ist prestigeträchtig beim BVB. Da sind sehr viele Geschichten auch eben schon passiert. Am 30. April feiert ja auch die Meisterschaft unter Jürgen Klopp 12 Jahre. Am 23. April feiert dann eben die Double-Meistersaison zu Ende der Saison 2011, 2012 auch schon sein 11-jähriges Jubiläum. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, so eine kleine Miniserie aufzumachen, ähnlich so wie mit dem Fall Der Neuen Weg unter Sebastian Kehl. Und das Hinspiel war schon spektakulär. Der BVB hat den Ball einfach nicht reindrücken können. Willy Caballero war ein Teufelskerl. Der hat gefühlt jeden Ball gehalten, und auf der Seite von Malaga stand noch ein sehr spannender Spieler. Ein Spieler, den ich wirklich sehr schätze und für mich einer der spielerisch stärksten Spieler ist, und zwar Isco. Also Isco war einfach so ein genialer Fußballer. Joaquin ist auch ein sehr genialer Fußballer. Und man hat auch im Hinspiel gesehen, wie stark zum Beispiel auch ein Roman Weidenfeller war, während man noch in den beiden Double-Saisons gesagt hat, dass Weidenfeller auch sehr stark von den Mitspielern profitiert hat, hat er gerade in der Saison 12-13 gezeigt, dass eben auch ein Roman Weidenfeller eben auch da ist, wenn es eben brenzlig ist. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Spiel in der Saison 12-13 im Hinspiel in München, wo Jupp Heynckes gesagt hat, es ist eine Frechheit, er versteht es bis heute nicht, warum Roman Weidenfeller immer noch kein Nationalspieler ist. Und das zeigt halt eben auch, wie stark Roman Weidenfeller auch in seiner Prime war, gerade auch, weil er sehr oft immer kritisiert wurde. Wir starten mit dem spektakulären Rückspiel im Westfalenstadion, und ich war ja damals noch Schüler und habe mich sehr gefreut auf dieses Spiel. Es war auch so das Gefühl, ich war sehr angespannt auf jeden Fall. Gerade auch das Hinspiel hat eben auch gezeigt, es ging hier und da. Isco hat auch einige Chancen gehabt, das 1 zu 0 erzielen für Malaga. Malaga hatte sowieso zu dem Zeitpunkt Probleme, weil der Investor abgesprungen ist und nicht jeder wusste, wie geht's mit Malaga weiter. Und in der 19. oder 20. Minute war das ungefähr, hat Joaquin das 1 zu 0 erzielt. Sehr spektakulär. Und Joaquin ist einer der geilsten Spieler, meiner Meinung nach. Und man hat es ähnlich wie im Hinspiel nicht geschafft, den Ball reinzudrücken. Aber fairerweise muss man auch sagen, es war jetzt kein Offensivfeuerwerk vom BVB. Und damals galt ja auch noch die Doppeltorregel. Und kurz vor der Halbzeit, der schöne Pass zwischen Reus und Lewandowski, der Hackenpass von Reus, und Lewandowski läuft und macht den Ball rein. Und da gab es wieder diese Aufbruchstimmung, wo man wirklich das Gefühl hat, hier geht tatsächlich noch etwas. Und der BVB hat ja zu Hause alle Heimspiele bis zu dem Zeitpunkt eben auch gewonnen. 1-0 gegen Ajax, 2-1 gegen Real, 1-0 gegen City, 3-0 gegen Schachtja Donetsk. Und da war man natürlich eben auch sehr euphorisch. Und die zweite Halbzeit hat eben auch so ein bisschen angefangen, dass man versucht hat, so ein Offensivfeuerwerk abzuspulen. Und es war wirklich ein sehr intensives Spiel. Gegen der 60. und 70. Minute ist das Spiel so ein bisschen hin und her geplatscht. Es gab nicht mehr wirklich viele Torraumszenen. Und dann gab es diese eine Szene mit Papistao und Eliseo. Eliseo stand damals eben auch im Abseits. Das Tor hätte auch nicht regulär gelten können, und er macht das 2 zu 1. Und zu dem Zeitpunkt war das so, dass viele Fans auch abgehauen sind. Auf jeden Fall ein dickes F an diese Fans, die eben nicht daran geglaubt haben, die eben nur, weil sie es für ihre Bequemlichkeit eben das Stadion verlassen haben, weil sie 3 Minuten eher schon zu Hause sein wollten. Ich verstehe nicht, wenn man im Stadion ist, Champions League, Flutlicht, dann egal was, wie hoch das Ergebnis ist, man verlässt einfach nicht den Platz. Man verlässt das Stadion nicht. Das ist einfach ein Highlight, meine persönliche Meinung nach. Champions League Flutlicht, es ist halt einfach was sehr Spezielles. Da gab es diese eine Szene mit Felipe Santana, wo er die Fans nochmal animiert hat, gesagt hat, Jungs, hier geht noch etwas. Und keiner hat mehr wirklich dran geglaubt. Man hatte so viele Torchancen im Hinspiel und dann im Rückspiel kombiniert. Und dann hat nicht wirklich jeder dran geglaubt. Und dann gab es diese eine Szene, Subotic spielt den Ball nochmal rein. Und man hat auch gesehen bei diesen beiden Toren, der BVB hatte wirklich. Man hätte 90, 20 Minuten, 120 Minuten weiterspielen können. Die hätten keinen richtigen Treffer erzielen können. Auch das 2-2 ist also so ein Flippertor entstanden. Subotic konnte nicht richtig abziehen. Santana war auch wieder mit involviert. Schieber auch ein Stück weit. Und dann kommt der Ball irgendwie nochmal zu Reus, und Reus macht den Ball rein. Sehr, sehr geil. Und wenn ich noch einfach nur daran zurückerinnere,
was das für Emotionen in mir ausgelöst hat und ich gesagt habe, okay, hier geht noch was, hier geht noch was. Es waren ja noch 3 Minuten zu spielen. Und Sahin erobert den Ball, spielt den Ball lang. Lewandowski geht in den Zweikampf, Schmelzer, Einwurf. Lewandowski bringt den Ball rein, Schieber mit der Kopfballverlängerung. Reus bringt den Ball rein und dann steht der Schieber. Schieber kann den Ball auch nicht richtig reindrücken, Santana auch nicht. Ich sage es ja immer wieder, es ist so ein Ping-Pong-Tor gewesen. Deswegen habe ich es auch vorhin gesagt. Egal, man hätte so lange spielen können. Ich glaube, vernünftigen Torabschluss hätte man ihn, oder ein vernünftiges Tor hätte man nicht erzielen können. Es waren zwei Kullertore, aber das war es dann letzten Endes. Und das ist für mich einfach pure Gänsehaut. Ich erinnere mich einfach so schön zurück an diese geile Zeit unter Jürgen Klopp, wo die Spieler eben gebrannt haben, wo man betitelt wurde als heißester Verein. Leider konnte man sich letzten Endes nicht krönen. Das ist halt einfach ein Stück weit schade. Meiner Meinung nach war man die stärkste Mannschaft eben in der Champions League. Aber ich werde natürlich die Reihe eben fortführen, denn es gibt auch einige Zusammenhänge in dieser Champions League-Saison, eben auch mit sportlichen und eben geschichtsträchtigen Ereignissen rund um den BVB. Ihr könnt mir gerne eure Meinung unter den Kommentaren schreiben. Ihr seht ja, ich habe jetzt schon Gänsehaut, wenn ich einfach an diese Szene denke mit Santana. Schieber war ein sehr spektakulärer Spieler, denn er hat wirklich die spektakulärsten Szenen eben auch irgendwie eingeleitet. Beim 2-1 gegen Marseille, ein Jahr später, hat man das auch gesehen, dass er noch den entscheidenden Ball eben querlegen konnte auf Großkreuz. Letzten Endes ist man dann eben auch in der Todesgruppe weitergekommen. Und ja, das war es auch mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte dir die Gefühle von damals eben wieder mittragen durch dieses Video. Und wenn du dann in Zukunft keine weiteren wichtigen Videos mehr verpassen willst, du weißt, was du zu tun hast, denn ich werde diese Reihe auf jeden Fall weiterhin pflegen. Und damit das eben auch so authentisch wie möglich rüberkommen kann, schreibe ich mir zum Beispiel auch kein Skript, sondern das ist jetzt einfach nur meine freie Meinung. Das, was ich zum Beispiel in diesem Moment gefühlt habe, habe ich jetzt einfach wiedergegeben. Und es ist immer wieder schön, an dieses Spiel zurück oder sich an dieses Spiel zurückzuerinnern. Aber ich will jetzt auch nicht zu stark jetzt abschweifen. Ich würde sagen, genießt auf jeden Fall die restlichen Feiertage. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Theriakos.